Jetzt erschrecke ich jemanden, der gerade noch seine Kamera einrichtet. Jörn, du bist nämlich der Nächste. Komm doch mal hierher und lass dich selbst filmen. Der Jörn ist einer der Reporter der Drug Education Agency, ein mittlerweile über die deutschen Grenzen hinaus bekanntes Magazin für Drogenaufklärung und Rauschbildung. Jörn ist einer von denjenigen, die versuchen, euch dazu zu kriegen, Drogen zu nehmen, aber richtig. Und davon soll er jetzt was erzählen. Viel Spaß. Vielen Dank, Steffen. Aloha, Berlin. Ja, geil, dass ihr da seid. Spitze. Viele Menschen. Sehr schön. Schön, dass ihr Gesicht zeigt. Tut mir leid, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe vor einer halben Stunde erst erfahren, dass ich hier oben heute rede. Aber meine Vorredner haben ja schon eine ganze Menge gesagt. Es tut sich weltweit etwas. Und nicht nur weltweit. Es tut sich auch hier in Deutschland was. Einiges. Selbst die Presse schwingt langsam auf Pro-Cannabis um. Aber noch nicht genug. Es reicht noch nicht. Noch lange nicht. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und deswegen arbeite ich für die Drug Education Agency. Wir sind ein kleines Videoformat, naja, ganz so klein sind wir gar nicht mehr. Wir sind ein Videoformat auf YouTube, ihr findet uns auch bei Facebook natürlich. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch aufzuklären. Aufzuklären und zwar auf der Basis von echten Fakten. Keine verdrehten Presseberichte, keine lügerischen, reißerischen Presseberichte, sondern reine Fakten. Ich vertrete heute den Jan und Mühlen und stehe hier eigentlich für den Markus Berger, der leider heute nicht da sein kann. Wie gesagt, sucht uns auf YouTube. Wir unterrichten euch gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen geilen Tag. Vor allen Dingen seid laut, zeigt Gesicht. Rock and roll! Danke, Jörn, danke, Drug Education Agency, DEA.